Die Repair-Café-Bewegung ist ja schon 2009 entstanden in den Niederlanden und hat sich seither rasant über den ganzen Globus ausgebreitet. Im Wesentlichen geht es darum, dass Menschen zusammen gemeinschaftlich Gegenstände des alltäglichen Lebens reparieren, also eine Art moderne Nachbarschaftshilfe. Und dabei wird nebenbei dann auch noch Abfall vermieden, Ressourcen geschont, Gegenstände werden länger, bleiben länger am Leben, werden länger genutzt. Und besonders möchten wir uns auch jetzt heute hier beim Repair Café Graz bedanken. Das Repair Café Graz war ja eines der allerersten Repair Cafés in Österreich überhaupt. Und die sind also nach wie vor ehrenamtlich hier unterwegs in Graz seit vielen, vielen Jahren und auch eben bei unserer Partnerin Helvetia versichert. Einfach klar. Helvetia.